Servus YouTube und Freunde des gepflegten Gamings, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Far Cry 4 und es geht gleich los. Panzerball! Nein! Du bist eine Dealerin! Ich würde da jetzt nicht reingehen wollen. An wen erinnerst du mich noch? Worüber streiten sie sich überhaupt? Paganmins Soldaten wollen eins unserer Camps angreifen. Für Amita sind die Informationen, die diese Krieger gesammelt haben, das Wichtigste. Zabal meint, es sei wichtiger, unsere Leute zu retten. Ihr habt und wie lange streiten sie schon? Lang genug. Es ist immer derselbe Streit und ihre Positionen ändern sich nie. Was für ein Mann du bist. Hey, ich will dir nicht auf die Nerven gehen, aber du bist doch AJ Gale, oder? Danke, dass du uns hilfst. Alle hier wissen das zu schätzen. Ihr habt euch gegen die Götter... Ich schulde dem goldenen Pfad was für meine Rettung, aber ehrlich gesagt, ich bin nur hier, um die Asche meiner Mutter zu verstreuen. Vielleicht. Aber jetzt hast du gesehen, was Pagan diesem Land angetan hat. Du bist der Sohn von Mohan Gale. Ob du willst oder nicht, du schuldest Kyrat etwas. Deine Entscheidungen haben Gewicht. Und jemand muss die Pattsituation zwischen Amita und Zabal auflösen. Denk daran, verdammt, solange du hier bist. Ach, tu es doch. Tu es einfach. Zeig AJ, was für ein Mann du bist. Es geht um Menschenleben. Sie sterben, wenn wir nichts tun. Es geht hier um Krieg. Wir brauchen die Infos. Wir reden über die Soldaten für den Einsatz. Erinnerst du dich noch an Darpan? Und wenn ich die Wahl habe zwischen Darpan und Informationen, nehme ich die Infos. Haben wir also einen schönen Streit mitbekommen. Und was haben wir hier? Machtverhältnismissionen sind äußerst wichtig für den goldenen Pfad, aber Samita und Zabal haben unterschiedliche Ziele. Sprich mit beiden Anführern und wähle, wen von ihnen du unterstützt. Deine Entscheidung wird zu einer gänzlich unterschiedlichen Mission führen. Aha. Auf diese Weise sorgst du auch in den kommenden Missionen für neue Missionsziele und bestimmst, wer bis zur nächsten Machtverhältnismission Anführer des goldenen Pfades ist. Aha, das ist jetzt mal was Schönes. Das ist, man kann sich also entscheiden, wie man hilft. Aha. Ich habe erstmal keine Ahnung, was es geht, deswegen müsste ich das eigentlich wissen. Vielleicht steht das hier. Ja. Großangriff der Royal Army abgefangen wurde. Also ich würde sagen, wir helfen ihnen. Ich finde das schon irgendwie recht wichtig, dass wir das rausfinden. Also wie ist die Nummer Amita? Also zum A gehen wir mal. Amita. So, hören wir uns das mal an. Amita, ich besorge die Infos. Okay. Es gab schon länger Gerüchte über einen Großangriff und dann kam Banapur, aber... Das überzeugt mich nicht. Diese Infos können bestätigen, dass noch Großes bevorsteht. Wir haben seit dem Angriff nichts vom Lager gehört, also pass gut auf. Okay. AJ Gale auf Mission. Jage oder werde gejagt. Möchte, dass du... Lehnst du Sabals Mission ab? Ja, ich will's. Und was ist jetzt mit Sabal? Greift er mich jetzt an oder was? Nee, er sitzt einfach nur da und hat keine Lust mit mir zu reden. Wir müssen zu Camp Alpha. Das ist hier. Nee, wo ist es denn? Was wird denn hier schon wieder markiert von mir? Das ist doch zum Kotzen. Genau, hier müssen wir hin. Dann machen wir doch hier eine Schnellreise. Und sind dann gleich näher dran. Das Gute ist, man kann während der Mission jetzt auch zu den Schnellreisepunkten hinreisen. Das ging, glaube ich, in Far Cry 3 ja noch nicht. Finde ich aber super. Jetzt schauen wir mal schnell. Verkaufen wir alles Unwichtige. Wir haben nicht mehr viel Unwichtiges. Dafür aber genug Geld. Munition nachgefüllt. Ich habe übrigens jetzt auch alle Fächer für die Pfeile. Also können wir jetzt dementsprechend mit den Pfeilen losnageln, wie wir wollen. Hallo, ich hätte mal ein bisschen gewartet, aber danke für die Vorfahrt. Sonst sind wir mehr als die Hälfte näher dran.
Jetzt lassen wir mal die Reise zum Wegpunkt dahin führen. Geht vielleicht gleich sicher besser. Wir müssen halt nur B drücken, damit er Gas gibt, und lenken nur davon alleine. Das heißt, wir können auch schießen. Irgendwie driftet er aber ein bisschen komisch. Ja, das war wieder klar. Dass er eine Scheiße macht, genau. Ich sage ja, man kann sich hier nicht darauf verlassen. Bei solchen kleinen Wegen müsste man eigentlich selber fahren. Die schaffen das nicht. Das ist ja nur so ein Trampelpfad eigentlich. Oh, da wird schon scharf geschossen. Oh, da schreit schon jemand. Lager des goldenen Pfades. Knapp 2000 Meter, jetzt gar nicht mal so hoch, wie ich dachte. Aha, es wird auf einmal Nacht, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Oh nein. Ich suche dir leicht nach Informationen, sind alle tot, so wie ich das sehe, ne? Ja. Machst du hier die Leichen? Wo sind denn hier Leichen? Ach, hier, okay. Die sieht man kaum, das ist ja Wahnsinn. Streichhölzer, okay. Hier haben wir auch noch Leichen. Nur genug, das ist nicht schön, dass jetzt alle umgebracht wurden. Infos gefunden. Ach, okay, das war die erste Info. Die. Es ist halt wirklich schwer, dass man die Leichen hier überhaupt sieht. Das ist wirklich ein bisschen. Das ist das auch, weshalb ich das Spiel aktuell nicht mag. Was war das? Ist da gerade ein Pfeil in mir eingeschlagen oder habe ich das gerade nur geträumt? Ich hoffe mal, es war nicht so. Okay, da ich wusste es doch, da will uns jemand umbringen. Ein Verräter, ein Jäger. Jäger sind leise und tödliche Einheiten, die über Pfeifen miteinander kommunizieren. Sie können dich durch die Vegetation sehen. Jäger bleiben für einige Sekunden markiert, bevor ihre Markierung verschwindet. Sie können Raubtiere beschwören, die dich anstelle von Soldaten angreifen. Töte sie, um die Beschwörung aufzuheben. Genau das ist mir neulich passiert und ich wusste nicht warum, was das sollte. Jetzt habe ich die Erklärung dafür. Das ist doch, ja, schön zu wissen. Hier haben wir noch eine Leiche, ja. Ihr seht ja, wie dunkel das Spiel bei mir ist. Wo ist da noch ein Tier? Der ist jetzt tot. Scheiß Jäger, die sind hier überall. Wie es aussieht. Wo haben wir denn hier noch Infos? Hier müsste doch irgendwo eine Leiche sein. Aber ich finde das doch ein bisschen so ein Anspann, dass es jetzt hier auch feindliche Jäger gibt, die eben auch so leise agieren wie wir, mit Pfeilen und so. Das ist schon, sag ich mal, nicht so einfach zu bewerkstelligen dann. Wenn's. Oh mein Gott. Ah, ja. Ja, das war super. Und wo hätten wir hier jetzt noch eine Leiche? Das ist jetzt eine Quizfrage. Da oben sicherlich nicht. Da ist schon wieder ein Jäger. Wo ist der? Ich hab ihn. Wichser. Und erledigt. Ihr kleinen Bastarde. Ihr denkt wohl wirklich, ihr seid schlau genug, um mich zu töten. Da habt ihr euch. Scheiße. Ich hab ihn geschlitzt, nicht du mich, mein Freund. Noch einer! Es ist ja Wahnsinn, wie viel sind hier noch? Noch einer! Jetzt reicht's doch mal! Das ist ja unglaublich, das waren jetzt schon 6 oder sowas. Ja, Wahnsinn. Aber die Leiche ist da runtergerutscht.
Einer ist noch da, das heißt, wir müssen echt aufpassen. Aber ich finde das eigentlich eine neue Herausforderung. Ich mein, gut, im Prinzip töten dich Pfeile auch recht schnell, aber es ist irgendwie ein Ansporn. Hier ist noch eine Leiche. Vielleicht hat der Infos. Nein, der hat keine. Da vorne. Nein, das ist nur ein Medikit. Hier ist noch eine Leiche, okay. Aber der war... Der hat auch keine Infos, ne? Ist doch nicht. Ah. Ja, war ja klar, dass wieder unterirdisch eine Leiche ist, die im Wasser. Jetzt haben wir sie. Und den häuten wir gleich, den Fisch. Und aufgeschlitzt, geschnitten. Und wir haben die Beute. Sehr schön. So, was müssen wir jetzt machen? Amita, ich hab die Infos. Okay, AJ. Jetzt geh zum anderen Camp und sieh, was du tun kannst. Okay, Camp Bravo. Jetzt müssen wir mal schauen, wo sind denn die überhaupt? Aha. Lager des... Jetzt ist es auch entdeckt worden. Waren da jetzt nicht gerade... Ich habe da gerade das Gefühl gehabt, dass da irgendwie Leute waren. War das jetzt getäuscht? Ich dachte, da wäre jetzt einer langgerannt. Also... Es war ein Gegner. Was? Ich verfüge über Brandpfeile und können Tiere gegen dich einsetzen. Was ist, wenn ich ihm die Brandpfeile klaue? Kriege ich keine Brandpfeile. Wahrscheinlich erst später. Kleinen bösen Jäger. Scheiße, links ist einer. Vollidiot. Okay, da kommt ein Wolf. Oh, scheiße. Hat mich. Wichser. Du Dreckswolf, du. Hast du es mitbekommen? Ja, scheiße. Er ist erledigt. Der ist auch erledigt. Tu das nicht, Mann! Ja! Luft. Takedown. Das wollte ich unbedingt mal wieder schaffen. Die blöden Jäger, aber ich finde, das ist, ich finde eine sehr interessante Gruppe. Keine Panzertypen wie schon in Far Cry 3, die nerven mich eigentlich, wenn die immer da sind. Oh Gott, oh, oh. Okay, jetzt wird's interessant. Ich hab schon Scheuer. Tschüss, ich hab dich auch aufgespürt, du bist tot. Nee, Takedown, Leute, Takedown. Takedown. Ja! Schick! Was? Ich habe ihn nicht erwischt? Ernsthaft? Ernsthaft? Ich habe ihn nicht erwischt? Wichser, jetzt reicht's mal wieder. Ja, wieder ein Takedown geschafft. Sehr schön, besser geht's nicht. Habe jetzt also nur durch die Adlerleben verloren und nicht durch die Gegner. Das finde ich jetzt schon mal wirklich sehr gut. Dass ich mich da so gut wehren konnte, ist natürlich so, die haben jetzt keine Sturmgewehre und sowas, also musst du dich nur bewegen können. Was habe ich gerade gesagt? Es wären schon alle gewesen. Nein, es waren nicht alle. Was? Im Laufen ist das ja ein Ass. Mit dem Pfeil reingerammt, der Wichser. Oh, scheiße. Scheiße. Jetzt wäre ich abgebrannt. Oh, oh, oh. Ja, komm, bind dir den scheiß Verband über. Ich will mal Ende meine 6 Lebens
habe ich ihn, ja. Das ist unglaublich, habe ich wieder einen. Jetzt haben wir es geschafft, okay. Na, es ist schon, sag ich mal, hart. Ich finde überhaupt, dass Far Cry 4 schwieriger ist als Far Cry 3. Die Info, die du gefunden hast? Eine Karte von einem Tempel oder so. Okay, AJ, das könnte wichtig für uns sein. Ich überprüfe das. Danke, dass du das erledigt hast. Führt den goldenen Pfad an, okay. Na, ich weiß nicht, ob das dann zum Schluss so sein wird, dass der eine dann irgendwie doch irgendwie sowas wie ein Spitzel oder halt irgendwie nicht der ist, wenn er sich ausgibt, also vielleicht doch dann irgendwie Pergamin. Irgendwie ist da sowas wie ein geheimer Informant, so ein Agent, Spion, wie auch immer, wenn wir das nennen wollen. Ja, die Mission hätten wir geschafft. Und ich hoffe, ihr seht beim nächsten Mal wieder zu. Ich werde, haben wir jetzt gedacht, ich werde nur die Hauptkampagnen oder Hauptmissionen let's playen, die Kampagnenmission. So Nebenmissionen werde ich eigentlich jetzt eher weniger let's playen, außer mal wenn was Besonderes ist oder nicht Lust drauf habe, aber ansonsten kommt jeden Tag eine Mission, eine Kampagnenmission. Und ja, wenn ich das Nashorn erlege, dürft ihr weiterzocken. Macht's gut, bis dahin. Ciao, euer Mare von Wolfsruhe.